So, hallo, ein zweites Tutorial, ganz kurz. Ich hatte beim ersten Mal gezeigt, wie man sich eine Datei einrichtet, diese als Vorlagedatei speichert. Ich habe dann währenddessen gezeigt, wie ich die Ebenenkombination auch einzeln hier gelöscht habe, angeklickt und gelöscht. Man kann die ja hier nicht zusammen auswählen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das kann ja nicht sein. Und habe mal beim Attribute-Manager nachgeschaut. Und tatsächlich, da geht es dann. Bei den Elementattributen ist ja ganz unten dieser Attribute-Manager, mit dem kann ich auf einen Schlag Attributegruppen von der aktuellen Datei in eine andere Datei verfrachten. Das ist ein sehr mächtiges Tool, gibt es auch schon sehr lange. Und da kann ich unter anderem auch hier oben die Attribute auswählen, unter anderem auch eben die Ebenen oder auch die Ebenenkombinationen. Und an dieser Stelle nun kann ich sagen, ich möchte, ob diese Attribute des aktuellen Projektes ohne Titel, also die Ebenenkombination in diesem Fall, alle aktivieren und dann auch alle löschen. Ja, so, und das geht dann. Und dann klicke ich hier auf OK. Dann werde ich nochmal gefragt, dass ich das bestätigen soll. Wenn ich hier drauf löschen klicke, dann sind sie weg. Wenn ich jetzt nochmal in meine Ebeneneinstellung gehe, dann sehe ich, dass die Ebenenkombinationen schon weg sind. Ich kann das hier übrigens auch mal kurz schließen. Ich hatte dann noch gestern, das geht dann allerdings auch hier ganz schnell, alle Ebenen gelöscht, alle wählen und löschen. Das wissen Sie ja schon, hatte ich gestern auch gezeigt, sodass Sie also auch Ihre Ebenen auf einen Schlag alle loswerden. So, das ist das eine. Also man kann alle Ebenenkombinationen auf einmal loswerden mit diesem Trick über den Attribute-Manager. Da oben unter Element-Attribute, da ist er. Ja? Das zweite war jetzt noch, ich hatte dann gesagt, ich richte mir eine Vorlagedatei ein. Ich möchte natürlich nicht ohne Ebenen arbeiten, weil ich natürlich die Funktionen von Ebenen, also dass ich sie ausblenden kann oder ihre Darstellung auf Drahtgitter stellen kann, schon sehr praktisch finde. Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, also ausblenden, sichern und auf Drahtgitterdarstellung schalten, zum Beispiel hier Dach. Ich kann eine Ebene, die 3D-Komponenten enthält, auf Drahtgitterdarstellung schalten. Das heißt, alle Elemente werden nur mit Linien dargestellt, nicht mit schattierten Flächen. Also diese drei Features einer Ebene, die bei der Archicad-Ebene ja bekanntlich nicht gelten, auch wenn sie scheinbar zur Verfügung stehen, kann ich sie ja tatsächlich nicht anklicken, möchte ich schon gerne haben. Deswegen habe ich mir jetzt in meiner Vorlagedatei, die ich jetzt auch mal öffne, dann durchaus Ebenen angelegt. Und zwar habe ich gedacht, die einfachste Möglichkeit, vollkommen projektunabhängig sozusagen eine sinnvolle Ebenenstruktur zu schaffen, wäre doch, wenn jedes Werkzeug eine dazu passende Ebene hätte. Zunächst einmal. Ja, wenn ich dann natürlich in einem Projekt etwas anderes brauche, dann kann ich es ja immer noch anpassen. Aber im Moment habe ich also hier Ebenen angelegt für alle Werkzeuge. Es gibt weniger Ebenen, als ich Werkzeuge habe. Das liegt daran, dass nicht jedes Werkzeug eine Ebene benötigt. Zum Beispiel die Fenster, alle Fenster und Tür. Objekte gliedern sich ja in Wände ein, das heißt, sie haben sozusagen keine eigene Ebene, auch die Kamera hat keine eigene Ebene, der Wandabschluss ebenso wenig. Deswegen gibt es also weniger Ebenen. Ich habe dann auch noch zusätzlich, kann man hier auch sehen, nur eine Bemaßungsebene angelegt für meine drei, naja, die kann ich jetzt hier nicht anklicken, für meine drei oder vier Bemaßungsarten. Da gibt es ja die normale Bemaßung, Winkelbemaßung, Radialbemaßung und so weiter. Die möchte ich der Einfachheit halber alle auf eine Ebene legen. Also ich habe diese Ebenen angelegt und habe dann in einem zweiten Schritt für jedes Werkzeug, kann man hier schon sehen, eine dieser Ebenen ausgewählt, die dazu passt. Nur zwei Stützen, Decken, Unterzüge, Dach etc. bis zum Schluss, bis zum Detail. Die Kamera, wie gesagt, hat ja keine Ebene, deswegen brauche ich da auch nichts zu machen. So dass ich also wenigstens jetzt zeichnen kann, ohne dass ich ständig diese Fehlermeldung bekomme, dass die Ebene fehlt. Wenn ich dann, wie gesagt, in einem spezifischen Projekt andere Ebenen brauche und natürlich dann auch Ebenenkombinationen, kann ich das ja immer noch einstellen. Soweit erstmal, um das aus dem ersten Tutorial zum Abschluss zu bringen. Vielen Dank, bis demnächst. Tschüss.